Die Dreharbeiten zu einem großen filmischen Meisterwerk stehen uns bevor. Keine Angst, es handelt sich eher um einen kleinen Autorenfilm, nämlich um Krieg der Sterne. Und Mirja, du hast keine Chance mehr auf Prinzessin Leia, weil diese Rolle ist die meine. Schön. Ich liebe die gemeine Schneckenfrisur. Ah, der Zauberwald. Ah. Das hätten wir geklärt. Wenn das nicht mal die Wälder sind in einer Galaxie weit, weit, weit entfernt. So, oh, oh, schön. Ich wusste gar nicht, wie es mir sagt. Olli, du bist der Honigkuchen-gute Luke Skywalker. Tätje? Chewbacca. Sehr gut. Sehr gut. Als hätten sie es gewusst. Oh. Ja. Mirja, für dich bleibt nur noch der eine. Du bist Darth Vader. Möge die dunkle Macht mit dir sein. Und ja, was bleibt für dich? Für dich bleibt keine Rolle. Ich übergebe jetzt an dich. Du machst nämlich die Regie. Oh. Du wirst uns jetzt sagen, welche Szene wir spielen müssen und vor allem, wie wir sie spielen. Du siehst so bescheuert aus. Lach du nur, wenn du erst gleich wie heißt das Tier? Chewbacca bist. Genau. Herr Bender, wir geben uns ganz in deine Hand. Ja, wunderbar. Scheiße. Sag uns, was wir tun müssen, wo wir hin sollen. Ich kann jetzt machen, was ich will, okay? Ja. Ach, oh, das ist für mich. Okay. Und ist dumm, dass ich nichts weiß über Star Wars. Das ist wunderbar. Ich auch nicht. Ist Chewbacca mein Hund? Oder? Ja, er ist so eine Art Hund. Er ist so Chewbacca. Das wird ein Hammer. Wo sind denn meine Anziehsachen? Das du. Guck mal, er kauft im gleichen Laden wie ich. Ja! Ja, genau. Sehr cool. So, aber ich habe einen riesen Vorteil. Ich kann das nach der Show wieder abnehmen. So, pass auf. Darth Vader hat Prinzessin Leia entführt. Ja? Okay. Okay, wir befinden uns auf dem Waldmond Endor. Kennt ihr alle, ne? Wo die kleinen Ewoks auch rumlaufen? Also Luke und Chewbacca, ihr seid jetzt auf Endor gelandet. Ja, wunderbar. Und sucht Prinzessin Leia. Ja, genau, genau. Erst, also ihr seid Freunde. Ihr habt alles schon durchstanden. Ja, wunderbar. Ja. Ihr seid Freunde. Okay, alles klar. Okay, Kameras, Licht, Action! So. Das muss Endor sein, treuer Chewbacca. Was? Mann, Mann, Mann. Seit wir dem Köter die Polypen rausgenommen haben, verstehe ich kein Wort mehr. Sag mal, kann das sein, dass der ganze Planet nur aufgemalt ist? Hier stimmt doch was nicht. Ja, ja, whatever. Irgendwo hier hat Darth Vader meine liebe Schwester Leia versteckt. Such, such Chewbacca. Wir verstecken uns hier mal gerade. Ha! Hier! Ich bin böse und sauer. Du böser Schwarzer. Chewbacca, du schnappst dir Leia, ich werde Darth Vader besiegen. Scheiße, meins ist rot, verdammt. Ich will auch blau. Na gut, Darth Vader. Pass auf! Lass meine Schwester los, du Schwein! Muss ich mitkämpfen jetzt? Chewbacca, fass! Deine Eltern waren Geschwister oder so! Ich bin Mutter Weimar! Wenigstens spricht Mutter Beimer nicht wie ein Asthmatiker. Luke. Das
war's für dich, Darth Vader. Stopp, geh, das wunderbar. Da war schon alles drin. Ich muss doch noch sagen, das mit dem Vater oder ja, das sagst du gleich, wunderbar. Du bist dein Vater, das ist alles klar. Was bist du? Wir sind ja in einem Wald, ja, wunderbar. Also ja. Wir denken jetzt auch mal ein bisschen ein paar Jahre zurück, ja. Das Ganze ist ja quasi ein Familienfilm und wir machen das als Heimatfilm, genau. Krieg der Sterne als Heimatfilm im Wald, ja. Denkt, okay. Denkt Rudolf Frack und so. Ja. Wunderbar. Ich hatte meinen Text eben vergessen. Ist wunderbar, aber das machst du ganz toll. Das machst du ganz toll. Okay? Heimatfilm. Heimatfilm. Okay, alles klar? Okay, Licht, Ton, Kamera, Action! Ja, leg mich doch am Arsch, der Problem wäre. So, was war so, Buschi? Der Süßer. Jetzt hab ich doch für einen Moment denkt, der Waldi wäre der Problembär. Entschuldige bitte. Das bist du gar nicht. Du bist ein Feiner, bist du. Ein Feiner. Hast da ganz kalte Nasen, das ist gut. So, ah, guck, da sitzt mein Bruder. Servus, Christi. So, was haben wir hier? Ja, pass mal auf. Ja, komm mal her. Lass mich verstecken. Junge, ja? Wenn erst der Lukas, mein Bruder, kommt, um mich zu retten, dann wirst du schon sehen, ja, du schattiger schwarzer Silberförster. Ja, wenn das nicht der Vader das ist. Du schaust aus wie mein Bruder. Das ist doch der Vader das. Du bist der Lukas, ja, oder wer? Mich doch, ja, ja, der Vader das ist der doch. Ja, schau mal, wer da ist. Ja, komm. Ja, nein. Ja, du bist ja. Das ach, ist ja. Das ist mein Bruder. Ja. Der Lukas ist es. Ja, das ist mein Bruder. Das ist meine Schwester, mit der hätte ich beinahe mal geschnackselt, aber dann was gelassen was. Wie, das ist dein Bub? Wenn das dein Bub ist, dann bist du meine Mutter. Na. Ich bin Mutter beinahe. Mama! Können wir bitte schön kämpfen, bevor der Almabtrieb anfängt, ich spreche mal österreichisch. Los, pass auf, VV. Oh. Na! Ja, mei, da legst du dich nieder. Ja, schön, schön, schön. Das ist schön. Okay, das ist alles. Ich wollte mich gerade ins Schwert stürzen. Das ist doch eine Posse. Pass auf, also wir haben eins vergessen. Es handelt sich ja um Science Fiction. Ja? Okay. Ist ja im Weltraum. Spiel das Ganze doch mal schwerelos. Ja, so schwerelos, so ganz leicht. Ja. Tolle Anweisung für uns. Ja, super. Ja, super. Also, schwerelos. Freiraum, okay, Freiraum, besser, schwerelos. Zug. Okay, alles klar. Kameras, Licht, Action. Flugmaschine. Das ist doch Quatsch. Läuft schon? Es läuft. Wir rollen. Los, ja. Pass mal auf, Chewbacca. Ich schmeiß das Stöckchen. Ein Raumschiff, schnell weg! Luke, ich werfe dir mein Schwert entgegen. Wir sind ja Privatfernsehen, dürfen wir nicht vergessen. Denkt mal ein bisschen kommerzieller, ja? Mhm. Denkt mal, spielt das Ganze mal als Werbespot, ne? Da ist ja sehr viel Product Placement drin, auch, ne? Bei Krieg der Sterne, ja? Wir müssen also das Ding verkaufen, also verkauft, was ihr verkaufen könnt, ja? Alles klar? Das schneiden wir dann nachher alles raus. Wunderbar, ja? Prima? Gut. Okay, verkaufen, Verkaufssendung, Star Wars, Verkaufssendung, alles klar? Licht, Ton, Kamera, Action! Go! Seit ich Perücken trage, fühlt sich mein Haar viel flauschiger an. Ich als Durchschnittshund bin so frohlich heute. Viele Männer in meinem Alter haben Probleme mit der Potenz. Da hilft Viagra, meine Damen und Herren. Und dieses hier kann sogar im Dunkeln blau leuchten. Na, Sie wehen jetzt auch zum Einfüllen. Wir gehen mal zur Seite. Haben Sie auch die Periode 3, dann nehmen Sie Tena Lady.
Ich präsentiere Ihnen die umweltfreundlichen schwarzen kleinen Küchenabfallbehälter. Hey, Darth Vader, für den stehe ich sogar manchmal nachts auf. Oh, sind Prinzessin. Deine Eltern auch Geschwister? Ja, neue Kopfhörer. Nein, das sind meine leckeren kleinen Rosinenschneckchen. Möchtest du kosten? Merci, dass es dich gibt, Fati. Junge. Ich dachte, du liebst Mondbrötchen. Rufen Sie jetzt an, oder wir hören nie auf. Wir machen eine kleine Pause, aber gleich sind wir wieder da. Wozu ist bei den XXL?